Hier machen wir alles kaputt gerade, witzig. Okay, hier war irgendein Spieler. Haben wir den gelootet? Sieht mir ganz danach aus. Hat der Direct Potion? Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Hat man das noch im Sack? Ist leer. Ich glaube, ja, ich habe den da mit Rino gekillt. Ich habe den gelootet bestimmt. Okay, wir haben jetzt 4 Rack Potion. So, orientieren. Da vorne müssen wir hin. Ich laufe hier noch weiter im Kreis. Aber ich meine, der Hot Button ist da, wo wir angefangen haben, ne? Aber ich habe es trotzdem ein bisschen verpeilt jetzt. Ich muss dann wahrscheinlich einfach in die Richtung fliegen. Gucken. Ach ja, je. Okay, das ist der Moment, wo ich ihn einpacke. Geht's, Leute? Den lassen wir jetzt mal. Ich würde noch schnell versuchen, mir noch Rack Potion zu craften, Leute. Haben wir mal irgendwo ein bisschen versteckt. 5 Minuten noch. Wir haben nämlich einiges an Element. Rack Potion. So. Nee, den Rest würde ich gerne behalten. So, Pickup. Okay, Leute, nice. Jetzt haben wir 10 Stück. Das ist okay. Geht natürlich mehr, aber ist okay. Ah, der Drache. Yeah. So, gut, jetzt lassen wir den Hot Button jetzt hier ausfindig machen. Also, die Mitte ist da. Ich muss in die Richtung. Ist gut, dass man da oben gucken kann, um zu sehen, wo die Mitte ungefähr ist. Nice. Okay, ist alles voll mit toten Dinos. Also, hier ist schon jemand durchgemoscht, Leute. Ja. So, die Mitte da irgendwo. So, da stellt sich jetzt auch wieder die Frage, hauen wir uns von Anfang an auf unseren Rino drauf oder fliege ich erstmal rum und es kann halt passieren, dass ich gewonnen werde. Das müssen wir uns halt jetzt noch überlegen. So, wo ist die? Irgendwie? Da, in der Richtung muss das sein. Ja, neben dem Wasserfall war das so. Hier ist das, glaube ich, irgendwie. Hier müsste eigentlich, hier ist ein Strahl, hier ist der Hot Button. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. So, könnten wir theoretisch dann irgendwo Rack Potion bekommen. Ja, da vorne im Redwood könnten welche sein, da an der Insel könnte auch noch welche sein. Aber ich glaube, das wird schon alles abgegrast. Wir müssen überlegen, es sind 34 Leute jetzt noch da, die leben. Das heißt, in diesem kleinen roten Bereich sind jetzt 34 Spieler gerade, ne? Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch Spieler treffen. Ab 2 Minuten 55 Sekunden kann man den Hot Button drücken. Da unten sind zum Beispiel Spieler. Wow. Ich glaube, die ist jetzt ja nicht tot, Sniper. Vergiss es. Ja, krass. Also am meisten Schiss habe ich ehrlich gesagt, dass der Giga es geschafft hat, den wir vorhin gesehen haben, dass er sich weiterentwickelt hat zu einem Inferno. Das wäre richtig kacke. Ah. Ich glaube, da ist einer. Ja. Scheiße, mache ich weit hoch.
Ich hau mich jetzt auf meinen Rhino drauf, Leute. Den Hot Button. Dadurch, dass hier so viele Biegen sind, hat man echt Probleme, den zu erkennen. Bin ich bescheuert jetzt? Den hat man doch eben gesehen. Da ist er. Nein. Fuck, Mann! Da hatte einer genau die gleiche Idee wie ich. Boah, genau in dem toten Winkel, wo ich auch war. Okay. Ich will jetzt auf mein Rhino drauf. Uiuiui. Dreht sich nicht. Steck fest. Ja, ja, baller ruhig. So, an Wegpausen denken. Wir hauen auch mal hier auch welche rein. In Bewegung bleiben. Ich könnte ihn jetzt einmal noch voll machen. Ich glaube, wenn dann jetzt. Ja, mach mal. Level haut auch hin, Leute. Wow, 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 wow. Ah, ich bin schneller als der, glaube ich. Ich treffe den nicht. Nein, das ist genauso schnell wie ich. Scheiße. Der ist exakt, der hat genau auch 300% gemacht. Wette ich mit euch, weil es schön aussieht. Ne, kriegst mich nicht. Und wenn denn? So, jetzt bin ich wieder hinter ihm. Das geht. Der ist ja genauso schnell wie ich, glaube ich. Nein, die Leute snipern schon wieder. Schade, dass die Steine nicht mehr so groß sind, das war voll cool. Ich habe halt Angst, dass er mich überrascht so, aber jetzt, ich will auch nicht, dass jemand drückt. Ich will nicht zu weit weg vom Hotbutton. Er wendet auch gleich wieder. Da fliegt einer. Ja, ich kann ja auch snipern von Rhino aus, ne? Aber. Ja, ich soll es lassen. Boah, alter Schwede. Auf jeden Fall immer in Bewegung bleiben, Leute. Sitzt einer drauf? Ja, sonst wäre der nicht so schnell, oder? Ne, sitzt keiner drauf. Wir müssen aufpassen, da ist, wie gesagt, nur ein Rhino hier unterwegs, ne? Scheiße. Scheiße, ich komme nicht weg. Das ist total beschissen, die Position. Ja gut. Ich muss in Bewegung bleiben. Oh nein. Der kann slowen. Das ist die Scheiße. Ganz ruhig. Gleich, wenn der Debuff weg ist. Weg Potion rein. Jetzt. Das hätte schon sein können. Weil Alu kann slowen. Richtig gefährlich. Ich hab den 500.000 Schaden reingedrückt. Na, Alu hat eigentlich nicht so viel Leben. Überall fliegen die Leute rum. Immer in Bewegung bleiben. Und nicht in tote Gassen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Wenn mich auf offenem Feld einer erwischt und ich da langsam bin, dann ist es so. Gesicht. Na, wer kann engere Kreise rennen? Ah, oh Mann, so 2-3% mehr Movement Speed wäre gut gewesen. Exakt genau so.
Mann. So, aber irgendwo ist auch noch der Allhund unterwegs. Im Giga sitzt keiner, oder? Nee. Sieht einer. Ist das der Allo? Ist der tot? Ah, nicht an mir gestorben, oder? Also wegen mir. Also ich mache ja dann immer noch so einen Debuff und so, aber ich glaube. Boah! Damit hat er, glaube ich, auch nicht gerechnet. Hittet? Einfach nur diesem Lichtding folgen. Ah! Ich kitzel am Hintern! Ja! Sehr gut! Komm, 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 komm. Ah! Ja? Der ist ja auch jedes Mal geslowt dann, oder? Ah, komm! Macht er gleich eine Rechtskurve? Oder? Doch nicht, ne? Okay, ich hab spekuliert, Leute. Weil so viel Leben kann er nicht haben. Ich meine, klar, Rack Potion und so. Aber einen hat er gezündet, definitiv schon, bin ich mir ziemlich sicher. Scheiße, zu spät gedrückt. Ich mach auf jeden Fall mehr Schaden, oder? Ich mach mehr Schaden als er. Bleib jetzt dran. Spieler ist tot. Okay, dann können wir das Gino eigentlich in Ruhe lassen. Okay, nice. Läuft bisher ganz gut. Haben schon echt viele Leute getötet. So, Hot Button orientieren. Da vorne. Dieser weiße Strahl. Dieser kleine weiße Strahl. Ich weiß, ich habe nicht von das Leben gerade. Paarungstanz der Rhinos, jetzt hat er was davon. Dreizehn Spieler leben noch. Okay, der ist weg. Oh nein! Komm, komm, renn, renn, renn! Renn, 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 renn! Ich hab einen Wreck-Potion gezündet. Fuck! Okay, die ballern alle drauf. Lassen uns Zeit, Leute. Wir lassen uns Zeit. Wir warten erstmal, bis der Wreck Potion Cooldown da oben wieder da ist. Lassen uns Zeit. Wieso geht die auf mich? Das ist ein fucking Totorex, Alter. Aber ein richtig guter. Wahrscheinlich. Nicht auf mich gehen. Ich warte nur, dass der Cooldown runter ist. Dann lege ich mich mit den Totorex an. Auch wenn ich dann stoppe, bin ich halt tot vielleicht. Ja klar, aber wir müssen versuchen, immer in Bewegung zu bleiben. Schön offenes Feld hier. Das geht ja eigentlich. Ja, es würde reizen, ne? Jetzt noch zu gehen, aber ich warte, bis der Cooldown weg ist. Ich könnte echt Stamina gebrauchen, ey. Okay, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Mann, gleich wieder drauf, gleich wieder drauf. Nicht hängen bleiben, nee, bleib mal hängen, bleib mal hängen, bleib mal hängen. Ich darf nur nicht hängen bleiben. Nice. Der muss doch mal tot sein! Da ist ein T-Rex. Ist das jetzt einer auf dem Golem drauf? Nein! Weg, 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 weg. Weg, Potion. Komm, weg, 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 weg. Ja! Fuck, 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 Alter. Ich hab halt einen besseren Wendekreis, Leute. So hab ich es irgendwie noch weggeschafft. Scheiße, Mann. Der Golem hat mich verunsichert. Wieso gehen die auf mich? Geht auf den doch. Jetzt drauf, jetzt drauf, jetzt drauf. Aber auf den Dodrex. Ah, fuck. T-Rex erwischt, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf den T-Rex, ich will auf den Dodrex. Nice. 6 Millionen Schaden reingeknallt. Und in Bewegung bleiben. Und nochmal drauf. Wieder 6 Millionen Schaden. Und irgendwie hinter ihm. Hinter ihm. Weg, 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 weg. Der macht zu viel Schaden.
Rack Potion ist gleich ready, Leute. Halbes Leben noch. Ich muss den dann sofort gleich zünden, ist mir klar. Hit! Und weg, 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 weg. Jedes Mal 5 Millionen Schaden. Hit. Rack Potion. Scheiße. Komm schon. Komm schon. Irgendwie. Fuck! Scheiße! Scheiße! Scheiße wollte ich sagen. Mann! Oh, ich dachte, wir können den packen, ey. Ich habe mir echt Mühe gegeben, Leute. Aber was mir auf den Sack geht, sind wir die Ersten, die nach Nerf schreien und so. Alter Schwede, hört auf mit so einem Scheiß. Das triggert mich übelst. Das hätte was werden können, ey. Habe ich ja gesagt. Ah, das sind mir immer die Liebsten. So, gut, Leute. Scheiß drauf. Wir konzentrieren uns. Lassen uns gar nicht von den komischen, teilweise echt komischen Chat ablenken hier. Noch nicht immer am Leben. Auf jeden Fall saukrasse Runde bisher. Eine der schönsten, wahrscheinlich meine schönste Solo-Runde bisher, die ich hatte. Aber ich meine, so kann ich jetzt natürlich nicht mehr so viel reisen, aber wir versuchen jetzt noch unser Bestes hier, keine Ahnung. In 10 Minuten übrigens, kann ich auch mal erklären, wozu die Fahne ist. In 10 Minuten ist Sudden Death, das bedeutet, es ist vorbei. Und wenn noch Leute am Leben sind, dann ist unentschieden. Ich werde aber jetzt nicht so lame sein und einfach hier oben rumfliegen. Ich stelle mich dann sonst. Wir überlegen, haben wir schon eine Idee, wie wir das lösen, dass man am Ende nicht mehr dumm rumfliegen kann, indem wir einfach die Höhe der Bubble gegen Ende auf ein Minimum reduzieren, sodass du nur noch mit Dinos hier rumrennen kannst. Krass, Giga, Giga gegen Dodorex, Leute, da unten. Für den Dodorex unbedingt töten. 170.000 Schaden mache ich. Alle ballern mit drauf. Ich will mal eben die Cluster probieren. Schuss haben wir. Wahrscheinlich treffe ich. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen aktuell. Wahrscheinlich treffe ich damit eh nicht, weil die zu langsam sind, die Projektile. Wir probieren es. Ich könnte übrigens die Geschwindigkeit der Projektile anpassen. Das kann ich auch einstellen. Dann müssen wir erstmal ausprobieren. Was sind die langsam? Wir müssen warten, bis die irgendwie gegeneinander kämpfen oder so. Weil dann habe ich vielleicht eine Chance, die zu treffen damit. Ich will mal sehen, wie der Schaden ist. Würde mich echt interessieren. Nee, nicht zu. Das ist nämlich ziemlich hoch, der Dodorex, da muss man aufpassen. Krass, ist das der Giga, der, wo, den wir ganz am Anfang gesehen hatten, oder im Midgame, dieser Prime-Giga vorhin noch? Der rennt weg. Ich glaube, der Giga ist stärker, oder? Ist der Dodorex? Wieso treffe ich den nicht? Das ist noch wunderschönes Aim, was ich hier mache. Let's hit. Ja, doch, es kann jetzt easy weggesniped werden, ist mir egal. Ich hau jetzt trotzdem alles, was ich habe, auf den Dodorex. Mich würde mal interessieren, wie viel Leben der hat, der Dodorex. Das würde mich mal mega interessieren. Oh, ich will unbedingt mal mit dem Ding hier treffen. Okay, zweimal für 130.000 getroffen, zweimal für 20.000. Geht geiler, ne? Also gerade man kriegt ja nicht viel Muni raus und so. Ich glaube, da würde ich gucken, dass ich den Schaden noch höher einstände davon. Es war jetzt echt lucky, dass er stehen geblieben ist, der Typ. Ja, ich hätte, glaube ich, jetzt direkt drauf ziehen sollen. Ich bin... Oh Mann. Ja! Einmal gehittet. Er stürzt ab. Er fliegt weg, er hat's gemerkt. Er hat mich die ganze Zeit nicht gesehen. Aber was? Wieso nur so wenig Schaden eigentlich? Das ist eine 700% Longneck, Alter. Was geht ab? Wie haben die mich denn da letztens gewonnen? Aber der hat einfach fucking gute Rüstung an, der Typ. Das ist immer ein bisschen wie Fliegen schießen, ne? Also wenn Dino down ist, ey, das ist eigentlich, weiß ich nicht. Also wenn man krass ist und die Piloten irgendwie runtersnipern kann, also selbst das würde in der Regel nicht funktionieren. Also eigentlich ist es dann zu Ende. Aber es macht ja trotzdem Spaß, ein bisschen mitzumischen. Wie gesagt, bald wird man hier auch das nicht mehr machen können, weil die Bubble wird dann irgendwann richtig niedrig. Also zumindest ist das die Idee, dass wir das so machen wollen. Und André das so machen will.
Ja, komm, da habt ihr auch was zu la. Da war gerade einer. Ah, nicht raus. Okay, aktuell verliert man kein Leben außer der Bubble, André. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich wollte es doch nicht sagen. Da. Okay. Wir gleich mal gucken, was das ist. Bei mir hat 515. So, das hat nicht bei. Also, bei manchen hat es irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht genau. Ja, nee, ich glaube, das ist jetzt nur durch den Dino. Also, jetzt wird es ganz schön eng hier. Ey, wie ich den Typen halt echt. Moment, komm mit. Clustergranaten. Clustergranaten-Action. Wie nicht eine getroffen hat, ey. Boah, hier ist auch. Ah, der Merino ist ja auch noch da. Stimmt. Der war ja auch noch gewesen. Hat ja gar nicht down gemacht. Oder? Nee, doch, den hatte ich eigentlich gekillt. Doch, den hatte ich gekillt, Leute. Das ist ein anderer Merino. Heftig. So, ich werde mich jetzt auch rippen. Ich werde jetzt in den Kampf reinfliegen. Ich stelle mich einfach mal hin, mal gucken, wie lange ich lebe. Ich versuche mal zu drücken. Komm, wir geben alles. Schade, ich dachte, ich kann wenigstens mal kurz eine Sekunde oder so. Hatte ich gehofft, dass. Hat doch nicht mal gepiept? Nee, nicht mal. Was war denn los? Nicht mal gepiept. Schade, ich dachte, ich habe nicht mal ein Piepen getriggert. Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber hey Leute, es war, also für mich selbst jetzt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zum Zugucken, war das so mit die geilste Solo-Runde, die ich je hatte. Martin, komm her, Martin! Es hat mega Bock gemacht mit dem Rino. Der Giga hat auf die Fresse bekommen, oder was, von dem Dodo-Rex? Sehe ich das richtig? Das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Giga ist weg auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich hab nicht gesehen, wie. Ja, vielleicht ist Dodo-Rex noch zu stark, Leute. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch könnten wir ja dann auch, ansonsten fangen wir wirklich damit an, dass Dinos deaktiviert werden für 3 bis 4 Runden, wenn der jeweilige Dino gewonnen hat. Aber mal gucken, weil Rino ist ganz geil gegen Dodorex. Yoasi macht das gut bisher. Ist ja doof, dass man außerhalb keinen Schaden bekommt, ne? Ja, ich muss mal gucken, was ich da gerade eingestellt habe. Dodorex ist down! Dodorex ist down! Yoasi hat gewonnen. Krass. Ah, Mann, das hätte ich sein können, Leute. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit meinem Rino. Aber Yoasi sollte jetzt auch schnell drücken, weil so viel Zeit hat er, glaube ich, nicht mehr. Kann ich mir das im Spectator angucken lassen? Anzeigen lassen, den Countdown? Achso, ne. 60 Sekunden noch. Yoasi, du hast noch 60 Sekunden zum Drücken. Weiß er das? Ich hoffe. Ja, er scheint es zu wissen. Okay. Ja, aber er muss jetzt drücken. Ist das der Nächste, der oben rumfliegt? Ja. Ja. Jeder wie er will, ne? Aber wie gesagt, bald wird das nicht mehr möglich sein. Kann er zugreifen? Lame Ender X. Also ich meine, was heißt. Lol. Und da noch Rino raus. Was zum Henker? Lol, da ein Rino gehabt? Ja. Ja. Okay, kein Gewinner. Schade. Jo Leute, so ist das. Also wir haben extra Sudden Death, haben wir extra eingebaut, damit die Runden nicht mehr übelst lange gehen und so weiter. Also wir können sagen, es ist jetzt ein Unentschieden zwischen der NRX und Yoasi gewesen. Also hat keiner gewonnen, sozusagen. Ja, ist erstmal so. Wie gesagt, klar, das sind nur Kleinigkeiten und wie gesagt, mit dem Fliegen, das geht bald nicht mehr am Ende und so, ne, da werden wir auch noch was gegen machen. Und dann hätte es jetzt auch deutlich einen Gewinner gegeben. Trotzdem war das eine saucoole Runde. Ich hatte super viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao. Ist cool, wie das Surf jetzt automatisch neu startet. Wie schon einer drauf ist. Leider kein Feuerwerk. Keiner gedrückt. Oh, coole Runde gewesen.